You are listening to Bring Freedom to Your Job by Giulio Andrioli, your motivational hotspot where you hear always about mindset, building an online business, and of course, financial freedom. Get ready to get excited about your plan to bring freedom to your job. And now your host, Giulio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Julian Trioli und in der heutigen Folge geht es um das Thema der erste Schritt zu deinem Online-Einkommen. So, ich bin erstmal total froh, jetzt wieder durchstarten zu können, denn ich war ja die letzten zwei Wochen in Quarantäne, war erstmal ähm, angeschlagen, bin aber jetzt wieder topfit. Und kann jetzt wieder regelmäßig ab heute wieder durchstarten, sodass du jede Woche zwei neue Podcast-Folgen erhältst. Und ja, dann starten wir direkt jetzt mit dieser Folge durch. Und zwar habe ich mir in den letzten Tagen mal die Gedanken gemacht, so, hey, wofür steht nochmal die, genau dieser Podcast? So, mach Freiheit zu deinem Job. Und der Podcast steht ja dafür, dass du lernst wie du Online-Marketing machst, wie du dir ein Online-Einkommen aufbaust, wie du das Thema Content Creation eingehst, wie du das Thema Sales angehst und vieles mehr. Und ich habe mir da mal so die Frage gestellt, okay, was ist denn überhaupt der erste Schritt, den jeder gehen sollte, damit er so sein Ziel erreicht, ob das jetzt, jetzt das Thema Content Creation ist oder das Thema Online-Einkommen oder halt Online-Marketing für sein Business zu nutzen. So, welcher ist der erste Schritt, den man gehen sollte? Und ich habe mir so viele verschiedene Sachen aufgeschrieben und dann habe ich ein Buch gelesen und da stand ein Zitat drin und dieses Zitat, ich, ich feiere das total, und zwar First you learn, when you remove the L. Well. So, das heißt, first you earn, First you learn when you earn. Und ich fand diesen Satz so cool, weil es einfach wahr ist. So egal was du machst, das Lernen ist so essentiell für uns alle und für all das, was wir uns vornehmen. Denn egal was du dir vornimmst, wenn du nicht anfängst, dich hinzusetzen und zu lernen, was du da machen willst, wirst du niemals in dieser Sache erfolgreich sein. So, und das ist wirklich auf alles bezogen. Wir können es zum Beispiel darauf beziehen, dass du sagst: Hey, du möchtest jetzt ein Instrument lernen, sagen wir mal Klavier spielen. So, Jim Ron hat damals gesagt: Hey, du musst dich 10.000 Stunden hinsetzen. Und wenn du 10.000 Stunden etwas gemacht hast, dann kannst du es perfekt. So, egal ob es jetzt ähm, Klavier spielen ist oder Cristiano Ronaldo sagt ja selber: Hey, der war immer der Erste auf dem Platz. Zum Training und immer der Letzte, der gegangen ist, als er gefragt wurde: Hey, woran, woher kommt jetzt sein Erfolg? Oder woran liegt es, dass er der Beste der Besten ist? Er meint, er hat jeden Freistoß 100.000 Mal ausprobiert. So, oder 10.000 Mal ausprobiert. Keine Ahnung. Auf jeden Fall in der Wiederholung steckt einfach wirklich so, ähm, wie heißt es? Der, der heilige Gral einfach. So, du musst anfangen, etwas zu lernen und dann musst du es einfach wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und das ist so die Erfolgsformel Nummer 1. So, also, first you learn, when you earn. Also, dieser Satz, ich muss den gerade extra nochmal wiederholen, weil ich glaube, wenn man sich den einfach mal so vor Augen hält, so, keine Ahnung, irgendwie an den Spiegel im Schlafzimmer irgendwie hängt oder auch jetzt im Büro über den Schreibtisch, das ändert so viel an so vielen Denkensweisen der Menschen, weil wir gehen das mal mal kurz durch. So der normale Deutsch, der normale Durchschnittsdeutsche oder der normale Durchschnittsbürger. Was macht er? So von Kind auf an, man kommt in den Kindergarten und fängt da an, ich sag mal soziale Kompetenzen aufzubauen und zu lernen. Das ist dann das erste, was wir lernen. Dann gehen wir in die Grundschule. Was lernen wir da? Wir lernen so die essentielle Mathematik, also Plus, Minus, ähm, wie heißt Mal und geteilt. Dann lernen wir auch noch Schreiben und Lesen, ne? also die, wirklich die essentiellen Sachen, die man fürs Leben braucht. Dann kommt man auf die weiterführende Schule. So, da muss ich gestehen, ich bin überhaupt kein Fan von unserem. Ähm, wie heißt das Schulsystem, vom deutschen Sü Schulsystem? Weil normalerweise sollte man jetzt sagen, dass man da, dort fürs Leben vorbereitet wird. Ich bin der Meinung, okay, fünfte, sechste äh, Klasse lernst du noch wirklich essentielle Sachen, wie jetzt Prozentrechnung, Dreisatz, ähm, was noch, keine Ahnung, irgendwie Zusammenfassung schreiben, irgendwie sowas. Also Sachen, die man immer noch heutzutage macht. Und dann ab der siebten, achten Klasse lernt man so viel, so viele Dinge, die du wirklich überhaupt nicht mehr brauchst für dein Leben. So, ich und im Abitur will ich ja gar nicht mehr davon reden, weil im Abitur, ich meine, wann, wann würde ich jemals im Englisch, äh, in der englischen Sprache noch mal eine Analyse von Shakespeare machen? Niemals. Ich würd, also wenn ich Literatur studiere, okay. Aber sonst im normalen Alltag wird uns sowas einfach nicht nützlich. So, ähm, aber wir, ich möchte gar nicht ausarten. jetzt in einem anderen Thema. Also deutsches, ich sag mal so, deutsches äh, Schulsystem ist für mich einfach jetzt nicht das Optimale. So, damit lassen wir das jetzt erstmal dahingestanden. Und jetzt gehen wir aber weiter auf das Thema ein, zum Thema Lernen. So, wir lernen jetzt halt einige Dinge und dann machen wir entweder... Eine Ausbildung oder halt ein Studium. So, da werden wir dann für unseren Job vorbereitet. Und dann lernen wir halt weiter. Und ab dem Moment, wo wir dann unser Studium oder unseren Job abgeschlossen haben, stagnieren wir. Dann lernen wir einfach gar nichts mehr. So, das, wir, wir bleiben dann einfach stehen und ja, so, wir sind ja für unseren Job vorbereitet und machen jetzt unser Ding. Und das dann 30, 40 Jahre lang. Was wir aber merken ist, dass. Ab dem Moment, wo wir nicht mehr weiter, anfangen, äh, weiter lernen, auch unser Einkommen sich nicht weiter mehr steigert. Es stagniert dann komplett mit uns mit. So, und das ist einfach das Geheimnis des Ganzen, weil, wenn du sagst, du willst mehr Geld verdienen, was musst du machen? Du musst auch bereit sein, mehr zu lernen. Das ist ja auch der große Unterschied, warum ein Allgemeinmediziner weniger verdient als ein Chirurg, ein Herzchirurg oder so. So, ganz einfach, weil er hat noch länger studiert, noch mehr gelernt. Und ist zu Dingen fähig, die der andere halt nicht fähig ist zu tun. Und das musst du halt für dich einbringen. So, wenn du sagst, hey, du willst jetzt irgendwas lernen oder du, ich sag mal, du willst dir ein Einkommen schaffen, ein Online-Einkommen, was musst du tun, um dir ein Online-Einkommen zu schaffen. So, du musst anfangen zu lernen, wie überhaupt das Grundprinzip funktioniert. So, du kannst nicht mal eben sagen, ach ja, ich baue mir jetzt mal aus dem nächsten Online-Einkommen auf. Klar, kannst du ausprobieren, aber ich sage dir im Nachhinein, wirst du eher mehr Zeit verschwenden, beziehungsweise dann gerade beim Thema Online-Einkommen kann man auch sehr schnell sehr viel Geld verbrennen. So, ich sage da einfach mal das Thema Ads oder so dazu, dass das ist schon hart. Wie schnell man da Geld verbrennen kann. So, deswegen ist es einfach wichtig, dass du anfängst wirklich, wenn du sagst, hey, du willst jetzt irgendein Thema lernen. Keine Ahnung. Ich meine, wenn du diesen Podcast hörst, kann es ja sein, dass du sagst, du willst Content Creation lernen. So, dann hol dir Content Creation Kurse, hol dir Content dazu, lerne, wie das Thema funktioniert, lass dich inspirieren auf Instagram von anderen Reels, von anderen Videos, von anderen Content Kreatoren. So, ich meine, ich habe jetzt selber meinen Content Creation Kurs dazu rausgebracht. Ähm, das einfach mal am Rande gesagt und habe jetzt meine ersten Kunden, meine ersten, es sind jetzt insgesamt fünf Kunden, die sich das geholt haben, den Kurs. Und so, die zwei davon haben jetzt auch schon ihre ersten eigenen Kunden und verdienen auch ihr erstes eigenes Geld damit, haben auch schon wieder das Geld drin, was sie für meinen Kurs ausgegeben haben. So, und verdienen jetzt immer mehr Geld. Also, du merkst, da stimmt das ja, dieses Thema, first you learn, when you earn. Genau dasselbe wie jetzt, wenn du sagst, hey, du willst dir jetzt ein Online-Einkommen aufbauen, jetzt, keine Ahnung, du willst jetzt, was äh, soll ich dir jetzt als Beispiel sagen? Ähm, keine Ahnung, sagen wir mal, als Beispiel, du willst jetzt Amazon FBA machen. So, ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung davon, ich habe mich nur ganz oberflächlich damit beschäftigt, aber ich weiß, dass es das ein sehr, sehr cooles Thema ist. Und man damit wirklich sehr, sehr schnell, was heißt schnell, sehr, sehr gut, sehr viel Geld verdienen kann, wenn du das Thema aber wirklich verinnerlichst und gut lernst. Wenn du das nicht lernst, ich kenne so viele, die gesagt haben, ach, ich probiere das jetzt auch aus, haben sich aber nur mit den Basics beschäftigt und dann haben sie, sind sie auf die Schnauze gefallen, weil sie Geld ausgegeben haben für irgendwelche Waren. Also für dich kurz zur Erklärung, Amazon FBA ist halt das Thema du kaufst halt Produkte jetzt über Alibaba oder so zu äh, einem sehr sehr günstigen Kurs und lässt sie dann also du machst das dann wirklich in Massen kaufst du die dann keine Ahnung 100 200 300 Stück deswegen musst du bereit sein auch erstmal das Geld da rein zu investieren und dann werden diese Produkte dann zu Amazon ins Versandzentrum dann am besten verschifft und von da aus baust du dann halt einen äh, Amazon Shop auf für das Produkt und verkaufst dann das Produkt halt über Amazon. Und das aber zu einem wesentlich höheren Kurs. Also ich kenne Leute, die haben, keine Ahnung, über Alibaba kaufen sie ein Produkt für 3 Euro pro Stück und verkaufen es dann über Amazon dann für 30 Euro pro Stück. Also die machen wirklich enorme äh, Umsätze damit, aber du musst halt erstmal das richtige Produkt finden. Du musst erstmal eine richtige Recherche machen, um das perfekte Produkt zu finden, für die richtige Nische. Dann musst du auch zusätzlich noch Ads im besten Fall draufsetzen, damit die um, ich sag mal, umso mehr Leute auch wirklich direkt auf dieses Produkt landen. Also du merkst, du musst dir halt schon einiges an Wissen aneignen für das Thema. Aber wenn du es kannst, dann kannst du halt echt viel Geld damit verdienen. Aber die meisten sehen nur, ach, guck mal, der verdient ja viel Geld damit. Ich probiere es jetzt auch aus, fallen auf die Schnauze und sagen dann, nee, das, das, das funktioniert ja nicht, das Thema. So, das ist leider immer und immer und immer wieder kommt sowas vor. Und hier ist es einfach wichtig, dass du sagst, hey, wenn du irgendwas für dich lernen willst, egal ob jetzt Amazon, FBA, ob Network Marketing, Online-Marketing, Affiliate Marketing oder was auch immer, Dropshipping oder so. Du musst erstmal lernen. Steck nicht das Geld in die falschen Dinge rein, dass du sagst: Hey, ich investiere erst in das Produkt und dann in das Lernen, sondern lern erstmal und dann weißt du, wie das Produkt oder in welches Produkt du am besten investierst. Oder welche, ich sag mal, welche Dinge du als erstes machst. Ganz, ganz wichtig. So, jetzt ist natürlich die Frage: Okay, ähm, wie kannst du dich denn überhaupt voranbringen? Wie kannst du mehr lernen und was wären so die essentiellen Dinge zum Lernen? Das, was ich immer am Anfang empfehle, egal was äh, du tun willst, hol dir entweder ein Audio oder aber auch ein Buch zu dem Thema. So, im besten Fall beides, ne? Sagen wir mal, du hörst halt, du fährst jeden Morgen eine halbe Stunde zur Arbeit. Halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück. Was sollst du in dieser Zeit machen? Kein Radio hören, sondern lieber Podcast zu dem Thema, wo du jetzt was lernen willst. Und zusätzlich dann halt Hörbücher. Die bringen dich einfach viel, viel, viel weiter. Du hast dir praktisch dann eine eigene Online-Universität aufgebaut. So sagt es zum Beispiel auch der große Speaker Brian Tracy. Der sagt: Hey, du kannst, wenn du jetzt wirklich ein Jahr lang jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit hin und zurück ein Hörbuch hörst zu dem Thema, was du lernen möchtest, Kannst du es in einem Jahr perfekt, dieses Thema. Du kannst dann wirklich perfekt mit diesem Thema umgehen und hast es perfekt verinnerlicht. Also du hast hier praktisch eine eigene Universität im Auto dann geschaffen. So, jetzt geht es darum, dass du sagst, na okay, so, ähm, ich habe jetzt meine Hörbücher gehört, okay, perfekt, zu Hause liest du dann einfach auch noch weiter Bücher. Weil das Coole ist ja, sowohl Hörbücher wie auch Bücher kosten ja heutzutage kaum noch was. So, ich meine, du kriegst ein gutes Buch einfach für 15, 16, 17 Euro und that's it. So, hast ein super Buch und da kriegst du Know-how drin, was dich einfach Jahre nach vorne bringen kann. Genauso ist das halt mit dem Hörbuch. Mit dem Hörbuch ist es sogar noch cooler, weil ich einfach mittlerweile, ich kann es auch jedem empfehlen, einfach Audible habe, diese Amazon Audio-Plattform. Äh, und mit diesem Audible bekommst du mittlerweile für, keine Ahnung. Also ich weiß, dass es gerade ein Angebot gibt für 2,95 Euro im Monat ein neues Hörbuch. Und 2,95 Euro ist ja gar nichts. Und es gehört dir. Also du kaufst es wirklich damit, sondern du abon abonnierst oder du streamst es halt nicht, weißt du? Und das ist das Coole. Also du hast dann perfekt die Möglichkeit, dir einfach einzukaufen zum echt günstigen Preis. Und deswegen empfehle ich das jedem. Gerade wenn du was startest mit einem Thema, erstmal wirklich die günstigsten. Tools dafür zu nutzen, also Buch und Audio. Dann können wir weitergehen. Dann kannst du sagen, okay, du fängst an, einen Online-Kurs zu diesem Thema zu machen. Keine Ahnung, jetzt sagen wir halt, äh, ich sag, machen wir zum Beispiel jetzt das Beispiel Online-Marketing. Sagst, okay, du machst einen Online-Kurs, dann zum Thema... Facebook Marketing oder Instagram Marketing oder YouTube Marketing oder Google Ads, was auch immer, das, was dich einfach interessiert, aber holst dir einfach kleine Nischenprodukte im besten Fall, dass du einfach guckst, okay, so ich habe mich jetzt eingelesen in das Thema Facebook Marketing, dann will ich auch einen Kurs zu diesem Thema machen. Bitte mach nicht so Allgemeinkurse. Ich habe selber viel die Erfahrung damit gemacht, dass ich mir so einen Allgemeinkurs geholt habe zu dem Thema Online Marketing. Ähm, da sollten alle Themen angesprochen werden. Und das wurde so oberflächlich angesprochen, dass am Ende du einfach gar nichts gelernt hast. Und solche Kurse sind totaler Bullshit. So, im besten Fall empfehle ich dir sogar, geh auf Udemy, also dieses Udemy mit Y am Ende. Das, das ist halt auch eine coole Plattform. Da kriegst du ganz, ganz günstig äh, Online-Kurse. Und die sind komplett auf Nischenprodukte halt. Oder auf Nischenthemen. Ähm, vorbereitet. Wichtig ist hier vorab zu sagen, dass das natürlich auch etwas oberflächlichere Kurse sind. Also es hat schon einen Grund, warum man manche Kurse für 20 Euro bekommt oder andere Kurse halt für 1000 Euro. Es ist natürlich immer das Wissen, was darin enthalten ist, weißt du? Also das muss ich hier vorab sagen. Bitte wunder dich nicht, warum du sagst, hey, da gibt es Leute, die verkaufen halt einen Online-Kurs sogar für mal für 2000 Euro. Ich habe mir jetzt einen für 2500 zum Beispiel geholt, jetzt vor kurzem. Du merkst einfach, dass das Know-how einfach nochmal ein ganz anderes darin ist als ein Kurs, was halt 300 Euro oder so kostet. Genau. Dann kommt der nächste Schritt und das ist dann auch so der, ich sag mal so, the best of the best. Und zwar, du machst dann ein Coaching oder ein Mentoring bei irgendjemandem, der da steht, wo du hin willst. Wichtig ist, hier auch wieder vorab zu sagen, bitte lass dich nicht von irgendwelchen Leuten in die Ehre führen. Gerade auf Instagram. Es gibt mittlerweile so viele, zum Beispiel Finanzcoaches oder Kryptocoaches, die dir erzählen wollen, wie das Thema Kryptowährung funktioniert und wie du am besten investieren solltest. Aber wenn du da mal im Hintergrund alles anschaust, so, die machen dann viele große Bilder irgendwie vor Ferraris oder Lamborghinis in Dubai und den ganzen Schrott. So, aber hier ist es wichtig, dass du einfach mal Hintergrund schaust. Okay, wie ist er überhaupt zu seinem Geld gekommen? Kann er sich wirklich Experte nennen oder ist das vielleicht einfach nur ein One-Hit-Wonder, weil er einfach mal in den richtigen Coin investiert hat, viel Geld verdient hat, Glück hatte und dann ja, sich jetzt als Experte, Experte darstellen möchte. So, das ist halt ganz wichtig. Mach bitte bei sowas immer Hintergrundchecks bei Coachings und Mentorings einfach am meisten Kosten und damit musst du dir einfach sicher sein, dass die Kosten sich auch am Ende des Tages für dich lohnen. So, ich kenne das zum Beispiel bei Larissa jetzt. Larissa hat sich jetzt ein Coaching für eine gute äh, vierstellige Summe, also eine hohe vierstellige Summe geholt, aber diesen Mentor, bei dem sie sich halt dieses Coaching geholt hat oder dieses Mentoring, den verfolgt sie jetzt seit mittlerweile zwei Jahren. Also, sie hört den Podcast von ihm und jetzt ist sie halt an den Punkt gekommen, wo sie sagt: Hey, so, ich, ich vertraue ihm, ich weiß, was er kann, ich habe seinen Podcast gehört, ich weiß, dass er einfach perfekt genau das Know-how hat, was ich brauche und ist einfach bereit, das Geld einfach für ihn auch zu investieren. Genau. So. Und ja, das, das war es dann auch jetzt mit dieser Folge. Jetzt habe ich natürlich noch eine ganz wichtige Empfehlung für dich. Und zwar, wenn du sagst, hey, du möchtest das Thema Sales und Marketing für dich einfach noch näher einbringen und einfach diese Themen auch weiter für dich lernen, dann habe ich einfach die perfekte Empfehlung. Und zwar habe ich jetzt ein Buch tatsächlich genau heute jetzt veröffentlicht mit meinem damaligen... Chef aus meiner alten Firma, wo ich gearbeitet habe. Das Buch heißt Two Generations Rocking Sales. So, dieses Buch handelt davon von sowohl klassischem Sales, also verkaufen, sowohl jetzt, nicht verkaufen nur als Unternehmer, sondern aber auch verkaufen im Alltag, wie jetzt zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen verkaufen, keine Ahnung, auch jetzt, in dem äh, Unternehmen, wo du arbeitest, verkaufen von. Kundengesprächen und, und, und. Zusätzlich hast du halt die, die Themen Mindset und Zeitmanagement etc. drin. Also es geht einmal um das Klassische. Und zusätzlich hast du aber in dem Buch noch einen kostenfreien Zugang zu einem Online-Kurs, in dem ich dir dann perfekt erkläre, wie du dann die Themen Online-Marketing dann halt angehst und praktisch Digitales verkaufen machst, sodass du komplett lernst, auf beiden Schienen zu gehen, sowohl klassischer, Offline verkauft, wie aber auch Online-Sales. So, und dieses Buch kostet 17,99 Euro. Wie gesagt, ich habe das mit meinem alten Chef geschrieben und es war damals mein Vorbild in der Firma, wo ich früher gearbeitet habe. Er hat damals mit dem Buch angefangen und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, hey, es ist sehr, sehr klassisch, aber. Heutzutage brauchen die Leute auch digitale Sales, und so haben wir das einfach miteinander verschmolzen. Ich habe mein Know-how zu dem Thema digitalen Verkaufen reingesteckt. Er hat das Thema klassischen Verkaufen einfach perfekt aufgearbeitet, und wir haben damit wirklich das perfekte Buch geschaffen. Und ich kann das sagen, weil ich meine, ich habe sehr, sehr viel gelesen gerade zu den Themen. Und wir haben einfach wirklich die Dinge reingebracht, die, wo ich weiß, dass sie dich auf jeden Fall zum nächsten Schritt, einfach auf deine nächste Stufe bringen können. Und ja, deswegen schau gerne rein, einfach bei Amazon, Two Generations Rocking Sales. Andernfalls findest du auch hier in der Beschreibung, also in den Show Notes, um, den Link dazu. Und ja, sonst freue ich mich, wenn dir diese Folge gefallen hat. Hinterlass gerne eine 5-Sterne-Bewertung und komm sonst gerne auch in die kostenfreie Telegram-Gruppe. Da findest du auch den Link in den Show Notes. Da bekommst du einfach Know-how bzw. eine Community zu all den Themen, die wir heute genannt haben. Und ja, sonst danke ich dir vielmals fürs Zuschauen. Wir hören uns am Sonntag in der nächsten Folge. Und sonst wünsche ich dir jetzt einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer du gerade diese Folge hörst und sonst bis dann. Ciao ciao. Thanks for listening. If you had a good time, be sure to subscribe to the podcast and leave a review as well. And don't forget to follow me on Instagram at julio.andrioli.official for daily content. And remember, bringing freedom to your job is the way to success. You can reach everything you want.